Manu, ich muss mich konzentrieren, du Arsch. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Ups. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind wieder bei Batman Arkham Knight. Und müssen jetzt, ne, weil in der vorigen Folge und so haben wir ja die Energiezelle da gekriegt. Mensch, bleib doch mal ruhig da drüben, oder was? Jetzt müssen wir diese Energiezelle auf jeden Fall ins Batmobil einsetzen. Das heißt, ich muss hier einfach nur wieder raus aus dem ganzen Laden hier. Zum Glück habe ich ja ein super tolles Gedächtnis und ich weiß auch genau, wo es lang geht. Oder auch nicht. Ich denke mal, es wird hier sein. Hier bin ich nämlich vorhin reingekommen. Davor steht was. Und zwar eine Drohne. Identifizierung bestätigt. Sag ich ja. Guten Abend, Mr. Stark. So. Ich wusste doch, dass hier was ist. So. Da wärst du hier. Komm schon raus und sieh dir das an. Wunderschön, oder? Das ist unsere Zukunft, Bats. Worauf warten wir denn noch? Springen wir schnell runter und genießen das Leben! Wohl eher nicht. Ich glaube nicht, dass das so gut kommt. Auch wenn ich sonst natürlich vollstes Vertrauen in Joker habe. Diese Kackdrohne dürfte jetzt ja mittlerweile weit genug weg sein. Aber oben rechts fliegt schon wieder eine. Das soll natürlich nicht das Problem werden. Ich frage mich echt, was passiert, wenn ich in diesen komischen Rauch reinfalle, ne? Wie hast du Poison Ivy überzeugen können, dir dabei zu helfen, die Stadt zu retten, die sie hasst? Drohungen, Erpressung, Scham. Sie stirbt. Bei Menschen wirkt es auf den Verstand, aber ihr entzieht es das Leben. Dr. Isley kann mich nicht aufhalten, aber wie nobel von dir, sie zu Gothams erster Verteidigungslinie zu ernennen. Der legt alles immer so negativ aus, ne? Und dann noch eine Ansage? Nee, das war's. Gut, du quatschst mir eh schon zu viel. Wenn der mal sinnvolle Infos geben würde, wo er zum Beispiel ist oder so. Was denn jetzt? Hä? Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Ja, lass mich da einfach mal hier weiterfliegen, bitte. Ja gleich da sein. Lapp. Jetzt gibt es keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Mr. Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Oh Gott. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Ja, das darf ich jetzt wieder machen, bestimmt. Das war's, Betsy. Spürst du, wie das Toxin durch deine Adern schießt? Und deinen mürben Geist durchdringt? Ich tu's auf jeden Fall. Manu, ich muss mich konzentrieren, du Arsch. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Ups. Das war jetzt knapp, wa? Ja. Wie lang ist denn diese Kackzelle?
Bleib ruhig, atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Lass die neue Zelle rein, da. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Drück's rein. Schlaf nur, schlaf, Bats. Ich befreie mich von dir. Und dann bist du derjenige gefangen in mir. Also atme schön ein, tiefe mein Züge Gott. Der Furcht. Schon bald wird Bats fort sein und ich setz mich durch. Muss der schon wieder singen, ey? Was ein Sack. Gib auf. Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Lass mich jetzt einsteigen da. Ich muss in Sicherheit. Betsy, komm, schaffen das. Vertraue mir. Er sieht etwas gestresst aus. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Ups. Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Master Bruce, geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank. Ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Miyagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Batmobil so nah. Wie mache ich denn so nah an? Da nicht. Oder? Ne. Da nicht. Aber wo denn? Oh, hier. Also immer anscheinend über die Pfeile angezeigt, dann ist ja gut. Wop. Sieht ja ein bisschen anders aus hier, ne? Alles Jokers hier, ne? Auf Founders Island. Zeit, nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Sie regt sich, Batman. Such weiter. Ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Das ist sehr praktisch, ey. Was soll ich denn hier machen? Hä? Verstehe ich nicht. Okay. Du bist zu weit weg. Dreh um. Nee, nee, ich fahr schon richtig. Ups. Such weiter. Da ist doch jemand. Ich kann sie spüren. Ayana. Du bist da, Batman. Ich spüre dich. Der Impuls muss stärker. Alfred, ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir. Direkt unter ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Adams sollten sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das?
Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. In Port Adams. Ja, gut, da fahr ich nochmal hin. Ich fahre ja hier nicht umsonst, ne? Ivy, deine Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich bitte. Ja, ich fahre hier schon mit Raketen, Turbo und Feuerpflanzen super schön. Mach mal auf hier. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Nicht mehr lange. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Oh Mann, nee. Wo denn? Oh. So, ein fucking Helikopter ist jetzt auch noch mit dabei, oder was? Dragon zerstört. Pass hier mal auf, bitte. Ich bin hier gerade am Fahren. Dass du dein Schild wieder hast. Ich will einen guten Kampf. Primärziel hat Diamond weggetroffen. Panzerung ist durchbrochen. Diamond weg offline. Geh doch mal kaputt. Du weißt einfach nicht, wann du verloren hast, was? Naja, jetzt ist es auf jeden Fall noch nicht so weit. Was denn? Es ist aus. Batman hat den Riddler zerstört. Na, noch eine übrig? Hm? Hallo? Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt hinfahren soll. Haben Einheit in Port Adams verloren. Geht doch. Mensch, jetzt haben wir hier schon... Batman, schon fest. Ich muss einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden. Ein Weg. Bringt mir die Winde da was? Oh ja. Ich weiß zwar nicht, ob mir das hilft. Aber es ist ja mal ein Versuch wert, nicht wahr? Ach, das ist schon wieder irgendwas für den bekloppten Riddler. Sir, wenn ich mir die Satellitenaufnahmen ansehe, scheint sich im Süden des Komplexes ein Kran zu befinden, der Ihnen Zugang zum Zentrum verschaffen könnte. Ich habe den Ort auf Ihrer Karte markiert. Er hat die äußere Verteidigung durchbrochen. Oh mein Gott. Drohne hält Position, unter Beschuss. Wer hat denn gesagt, dass ich gleich in die... Fabrik von den scheiß Dingern hier reinfahren muss. Keine Ahnung. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Ich werde diese Stadt hier wieder ungleich machen. Ich. Deine Zeit wird kommen. Scheiße, jetzt habe ich ordentlich kassiert. Hab eine Rattler verloren. Daneben. Der geht daneben. Wenn nicht so viele daneben gehen hier. Kaputt. Geht doch. Scarecrow kommen. Er hat die Drohnen im Lager ausgeschaltet. Er verschwendet seine Zeit. Da ist gar nichts. Zumindest nichts, von dem wir wissen. Aufreißen bitte. Ja, ist ja gut, wieder langsam ran. Ja, komm. Ja, das. Ja, und. Ich kann
nicht glauben, dass du hier immer noch den Laufburschen für diese Öko-Tante spielst. Öko-Tante. Mal ehrlich, Bats, ich dachte, wir machen langsam Fortschritte. Willst du diese Pflanzenlady diesen Ort wirklich zu ihrem persönlichen Garten machen lassen? Weißt du, was da draußen abläuft? Das ist ein Joker-Wunderland. Ja, da können aber keine Menschen leben, du Drecksock. Ey. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Hoffnung. Du wirst keine finden. Früher einmal habe ich den Schrecken in der Chemie. Ich dachte, perfekt angeordnete Atome könnten die Dämonen eines Menschen entfesseln. Du hast mir das Gegenteil bewiesen. So, können wir denn jetzt hier langsam mal fortfahren? Ja, genau, Alter. Jetzt kommt da hinten so eine scheiß Karre. Ich kann hier nirgendwo hoch und mit meinem Greifarm und... So scheiße. Oh ja. Ey. Alles klar, Batman kommt aus so einer Kack-Dings nicht mehr raus, ne? Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Das Cocktail kommt hier gerade wieder hergefahren. Hä, wie hat das Ding denn gerade geschaut? Was ist denn? Oh nein, ich muss da rüber. Was soll ich denn das machen? Ich glaube, ich muss hier runter. Kann ich das? Wenn nur solange das andere Ding nicht mehr hier hochfährt, ne? Auf, ihr kleinen Spinner. Direkter Treffer bei einer Rattler. Nächstes Mal bist du dran. Wie soll die Welt wahre Angst kennen, wenn... Stufenanstieg brauche ich jetzt nicht. Sie dich hat. Einen tapferen Ritter, stets zur Stelle, um Monster zu erschlagen. Angst ist nicht nur Biologie, Batman. Sie ist mehr als ein Instinkt. Wahre Angst ist die Abwesenheit von Hoffnung. Und Hoffnung ist das Zeichen der Fledermaus, das am Himmel erstrahlt. Ich muss erstmal das Ding aufmachen. Das Batmobil ist ja schon hartnäckiger als ich selbst. Einsteigen. Was denn jetzt? Oh ja. Wir müssen aussteigen, Betsy. Und müssen hier auf so einen Kran rauf, nehme ich mal an. Und da wartet der Joker schon wieder. Du suchst doch nicht etwa immer noch nach Ivys uralten Sträuchern, halt die Klappe. Oder? Es ist vorbei, Bats. Barbara ist tot. Gotham erstickt an Scarecrows Duftwässerchen und deine Beliebtheitswerte fallen schneller als die Flying Graysons damals vor den Augen ihres Knaben.
Wofür willst du noch kämpfen? Er wird immer stärker manipulieren und langsam geben wir seine Sprüche so ein bisschen auf den Sack, ne? Da kann man wieder ein paar du Gags bringen, aber nicht so. Gotham würde sicher sein. Beschützt. Aber was sieht die? Mein Toxin erstickt die Straßen. Es verschleiert das Mondlicht und vergibt die Pflanzen, von denen du dachtest, sie könnten mich aufhalten. Jetzt soll ich da oben rüber. Ja, möglich ist es. Und jetzt kümmere ich mich um dich, Batman. Aber fürchte dich nicht. Dein Leben muss beendet werden, sondern dein Mythos. Die Hoffnung, in der du stehst. Die Hoffnung, die heute Nacht sterben. Ja, das... Meine Fresse, ich habe einfach wieder auf die falsche Taste gedrückt, ne? Schön auf der Seite gelandet, aber zum Glück haben wir Panzerstahl. Nein, ich dachte, es geht schon wieder runter, ne? So, ich sollte vielleicht auch zwischendurch mal... Nee, ich muss einfach bis zum Ende hier warten. Hier ist wieder eine Rampe. Ich steig mal aus. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da so ohne weiteres weiterkomme. Ohne weiteres weiterkommen. Habe ich hier überall diese Riddler-Artefakte? Der Typ gibt mir auch eher schon wieder. Muss ich es wirklich für dich aussprechen? Scarecrow hat gewonnen! Es gibt keine Stadt mehr zu retten. Also spiel nicht den Helden, sondern akzeptiere den Joker in dir. Hä? Was soll denn das jetzt? Das ist jetzt aber nicht richtig. Irgendwas verstehe ich darin jetzt nicht. Kann ich hier noch ein paar Sachen machen? Nö. Sieht alles nicht so aus, als ob ich da interagieren kann. Okay, es wird anscheinend schon seinen Sinn haben. Kann ich das Ding vielleicht selbst noch bewegen irgendwie? Hallo. Lass mich doch mal rüberspringen hier. Ach, Betsy, du bist auch nicht so der athletische so. Da oben liegt irgendwie ein Scheiß. Hier ist nichts. Jetzt parke ich das Ding hier. Aber warum? Oh, raus aus dem lassen? Nein, mal runter. Hä? Unlocked. Nein. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Darf ich jetzt wieder rauffahren? Jetzt muss ich das Ding locken, damit ich gleich rüberspringen kann. So sieht es nämlich aus. Seht zu, dass dein Arsch darüber wächst. Genau. Runter. Das sind so kleine Jump'n'Run-Gimmicks hier. Also manchmal
Ich sag, die Steuerung ist ja nicht schlecht, aber hier. Er soll klettern, einfach bloß aus dem Sprung raus, geht nicht. Er muss gegen diese Rampe springen, ist... So, jetzt habe ich das Ding verriegelt. Weil das wäre es jetzt gewesen. Schön ins Wasser fallen. Jetzt steige ich ins Betsy-Mobil ein, dann gehe ich da rüber und dann bin ich hoffentlich bei dieser kleinen Unkrautpflanze da angekommen. Geht doch. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Die Suche nach der Identität des Arkham Knights trug keine Früchte. Nichts? Ich habe eine Liste von Kandidaten, die wir nicht ausschließen können. Aber nein, keine wahrscheinlichen Verdächtigen. Versuch es beim ehemaligen Arkham-Personal. Hugo Strange hatte weiterreichende Motive. Quincy Sharp war instabil. Wollen Sie damit sagen, der Arkham Knight ist ein Mitverschwörer, der Ihr Werk vollenden? Ganz genau. Such weiter. Sie erwacht aus einem langen Schlaf. Hui, ich bin doch schon da. Na, ich war doch hier gerade, oder? Jetzt habe ich's gepackt. Jetzt geht's ja los. Rufen Sie es aus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Batman ist in Russia. Was? Wie schnell sind die denn bitte hier? Man muss gewartet. Die wussten, dass ich hier irgendwas vorhabe. Ich habe da unten eben gerade ein paar zerstört. Twin Red are offline. So, Nachschub bräuchte ich bei Command & Conquer. Wo? Alter, wie viele denn? Bestätigt der Kontakt mit organischen Einheiten. Ivy hilft ihm noch immer. Schicken Sie mir Drohnen. Ivy hat auf den Falschen angesetzt. Drohne getroffen. Sie ist noch aktiv. Sie haben die Drohne zerstört. Schwache Maschine. Bitte. Lass mich euch doch töten. Ja, wo haben die das Ding denn jetzt aufgestellt? Die stellen hier nebenher einfach irgendwelche Standraketenwerfer auf. Gehen wir so auf den Sack, wie viele kommen denn da noch? Ich glaube, jetzt ist es gleich Ende. Schwere Verluste beim Angriff auf Divinity. Keine Sorge, dieser Baum wird auch keinen Unterschied machen. Ivy ist nicht stark genug, um Gotham zu reinigen. So stark ist niemand. Jetzt bist du fertig. Wo denn? Rattler getroffen. Ist daneben geschossen, mein Freund. Wo ich auch. Alter. Hab ich doch jetzt. Alter. Hilf ihr. Die haben nur auf mich geschossen. Puh. Batman, hör auf. Hör auf, den Helden zu spielen, zu glauben, du könntest was retten. Irgendwas. Oh, du hast noch einen Baum gefunden.
Ich habe immer noch den Cloudburst. Willst du es beenden? Komm nach Bleak Island. Dann ist es vorbei. Batman, ich habe so viel wie möglich von dem Gift beseitigt. Du musst den Cloudburst finden. Er tötet meine Pflanzen. Ich zerstöre ihn. Halte durch. Auf geht's. Schnell dahin. Dann hoffe ich, dass wir das Ding auch stören können. Zerstören. Alfred, schon da? Heb die Brücken an. Er wird Bleak Island nicht verlassen. Sind Sie sicher? Lass den Batwing einen Scan vom Cloudburst machen. Finde eine Schwachstelle. Ich schalte die Cobra-Panzer aus. Sir, Sie legen sich mit einem Gegner an, der Ihnen waffenmäßig weit überlegen ist. Nein, ich fange ihn an. Cobra-Panzer geordert. Ja, na herrlich. Ein paar mehr, wa? Ob er wohl vielleicht einfach an mir vorbeifährt, sodass ich ihn gleich ausschalten kann? Oh. Fahr nach links. Fahr nach links. Oh, Alter. Du hast noch nicht genug? Ja, ja. Dein Auto hast du auch repariert. Lass mein Haupt nie ab. Gib niemals auf. Lass nie seine Stadt im Stich. Du denkst, du bist der Einzige, der stärker geworden ist, ja? Der härter zuschlagen kann als du. Du denkst, ui, das war knapp. Und ich werde es dir beweisen. Wir haben eine Cobra verloren. Behalte Suchmuster bei. Sieh dich um, Batman. Sieh nur, was du Gutes vollbracht hast. Nein. Ziel gefunden am Uhrenturm. Boah, Alter, ey. Was für ein paar nervige Viecher. Jetzt einfach mal wieder von hinten die aufzumischen. Oh mein Gott. Greifen mit mehreren Einheiten an. Ihr entkommt uns nicht. Das ist doch so. Meine Fresse, ey. Wie soll ich denn das machen? Ja. Ja, ja, komm, komm, komm. Die andere da hinten sieht gut aus. Aber die sieht noch besser aus, ja. Sir, wir haben noch drei Cobras im Einsatz. Verbindung mit Drohne verloren, Sir. Schick zu. Dein Geleitschutz ist so gut wie aufgebraucht, Knight. Schütze den Cloudburst. Zieh dich zurück. Er kann mich nicht besiegen. Der Cloudburst ist zu wichtig. Ja, ich weiß, das ist zu wichtig. Oh ja, komm. Ja, 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 ja. Einer noch. Cobra. Was glaubst du, was du da tust? Ich bring den Job zu Ende. Das ist nicht der Plan, auf den wir uns geeinigt haben. Aber einer, der funktioniert. Scarecrow soll an seinem eigenen Toxin ersticken, Batman. Er will dich leiden sehen. Ich will dich nicht. So. Es ist auf den Panzer des Arkham Knight angebracht. Beide sind zu stark gepanzert für einen direkten Angriff. Ach, wie funktioniert der Cloudburst? Die Energiequelle befindet sich im Innern, hat aber ein Kühlsystem, um ein Überhitzen zu verhindern. Das ist die Schwachstelle. Ein Riss würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloudburst zerstören. Vielleicht auch den Panzer. Ich konfiguriere Ihre Scanner neu, sodass Sie die Kühlmittelleitungen orten können. Das wäre schön. Sir.
Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm Kanone sollte sie beschädigen können, aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Das hält mich nicht auf! Wie schnell ist denn das Ding? Er versucht den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde! Er darf nicht gewinnen! Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Findest du? Alter, er gehört mir. Das Ding ist ein bisschen hart, ne? Ein bisschen dolle hart. Das Auto ist nicht stark genug. Und du auch nicht. Mann, ey, das ist ja tricky. Wir beide in einem Zweikampf. Darauf habe ich gewartet. Ja, aber nicht mit Tanks, du Idiot. Was ist denn daran ein Zweikampf? Dieser Panzer dient nur deiner Vernichtung. Oi, ich muss weg. Bleib hier und stell dich. Oh Gott. Alter, da denkt man, das Ding ist weg und er kommt wieder. Leute, mir geht hier die Pumpe. Er darf mich nicht sehen, bevor ich ran bin. Bevor du stirbst, erfährst du die Wahrheit. Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran und den Cloudburst unter Beschuss nehmen. Ach, jetzt muss ich ihn auch noch endgültig kaputt machen. Ich verarsch den. Wie gut ist das denn?
Hallo. Genau hier stirbst du. Ja, ich glaube eher du. Oder muss ich da jetzt echt immer auf die Front ballern? Nee, oder? Du hältst mich nicht auf! Das war's. Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Der Cloudburst war mein. Meine stärkste Waffe, mein Instrument der Angst. Dafür werde ich mich rächen. Bei dir und all deinen Freunden. Wie Poison Ivy. Mein Gift überwältigt sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir das soweit geschafft. Und auch ein bisschen unserem Arkham Knight die Fresse poliert, wenn er das denn wirklich war. Wir müssen jetzt gleich erstmal gucken, was Ivy zugestoßen ist. Ich hoffe mal, dass die Pflanzen jetzt nicht schon am Arsch sind, weil wenn ich mir das so angucke, ein bisschen ist da noch was rauszufiltern. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn ich wieder eine Runde Batman Arkham Knight spiele. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, falls nicht, bitte konstruktive Kritik in die Kommentare unten rein. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot.